Das ist eine Frage, die uns auch beschäftigt. Das nehmen wir auch ernst. Wir können natürlich auch nur analysieren und gehen einfach davon aus, weil wir wissen, dass wir viel testen in Solingen, dass viele Tests natürlich auch dazu führen, dass es Befunde gibt. Und im Vergleich zu anderen Städten stellen wir fest, dass wir auch zum Teil deutlich mehr testen. Und das bringt dann eben Ergebnisse. Das hängt damit zusammen, dass wir die Mutation ausführlich untersuchen, dass wir auch im Zusammenhang mit den Mutationen nochmal zusätzlich testen, auch Fälle, die als positiv aufgetreten sind, später nochmal in der Quarantäne ein zweites und gegebenenfalls auch drittes Mal testen. Manchmal kommen dann auch zum späten Zeitpunkt erneut Infektionszahlen dazu, die natürlich nicht auffallen würden, wenn man dieses Prozedere so nicht hätte. Und wir gehen davon aus, dass das ein ganz wesentlicher Grund ist. Das müssen wir uns jetzt differenziert ansehen. Wir wissen, dass in den Kindergärten auf einmal mehr Infektionen stattfinden, als es noch vor einigen Wochen war. Da war im Dezember und Januar praktisch nichts los, da haben wir gar nichts erfasst. Jetzt haben wir mehr Ausbrüche in den Kindergärten. Das hängt sicherlich auch mit der Mutation zusammen, die wir nämlich dort auch feststellen. Und wir wissen auch, dass die Mutation immer wieder zu weiteren Kreisen von Infektionen führt. Also wissen wir zum Beispiel, dass inzwischen auch Kinder anstecken. Das hatten wir vorher nicht, dass es in die Familien reingeht. So, deswegen haben wir jetzt überlegt, wie können wir das Testangebot, und ich sage Angebot, in den Kindergärten verbessern. Dass wir dort das Personal schulen, dass die in der Lage sind, sich zu testen untereinander, auch Eltern anzubieten, getestet zu werden, wenn sie zur Kita kommen. Und es ist auch möglich, wenn es gewünscht ist, also nochmal ausdrücklich, es ist ein Angebot, dass auch Kinder getestet werden können, wenn Eltern das möchten, einverstanden sind. Es wird natürlich keiner gezwungen, aber diese Möglichkeiten werden jetzt geschaffen. Und davon erhoffen wir uns natürlich dann auch ein klares Bild zu bekommen, wie die Infektionskurve sich da entwickelt. Und dann gegebenenfalls weiter reagieren zu können. Wir haben auch eine Maskenpflicht ja rund um die Kindergärten erlassen, um, sage ich mal, im Begegnungsverkehr ein bisschen mehr Infektionsschutz einzuziehen. Aber es ist wichtig, dass der Kita-Betrieb nun verstärkt wieder laufen kann. Wir hatten ohnehin immer offen in den Einrichtungen. Es konnte betreut werden. 45% etwa der Eltern haben das auch in Anspruch genommen. Es wird jetzt mehr werden. Umso wichtiger ist, dass wir genau hinschauen, was passiert, damit dieses wichtige Angebot für die Familien jetzt wieder greifen kann. Denn die Eltern haben es verdient und die Kinder haben es erst recht verdient. Die sind dran, dass sie wieder in den normalen Alltag rein können. Diese Option muss man natürlich immer im Kopf haben, dass es auch sich weiter verschärfen kann. Wir hoffen das natürlich nicht. Wir hoffen, dass wir mit unseren Regelungen dazu beitragen, die Zahlen weiter runterzukriegen wieder. Aber wir müssen natürlich von Woche zu Woche bewerten, was wir an Infektionszahlen bekommen und gegebenenfalls auch neu überlegen, was ist noch möglich, um Schutz zu bieten oder sind auch nochmal Regelungen zu treffen. Aber das kann man jetzt nicht vorwegnehmen, dass man sagt, ab einer Zahl von X passiert das. Das ist immer von der Situation abhängig und wird dann in dieser Lage beraten werden.